In Brücken, aber auch in vielen anderen Bauwerken tragen Säulen bzw. Stützen die Last aufliegender flächenförmiger Betonbauteile. Kommt die Infrastruktur in die Jahre und steigt die Belastung etwa durch Verkehrszunahme, können schwere Schäden durch das sogenannte Durchstanzen auftreten. Es kann zu einem Verlust der Tragfähigkeit kommen. Jürgen Feix vom Arbeitsbereich Massiv- und Brückenbau der Uni Innsbruck erklärt das Phänomen. Unter Durchstandsproblematik verstehen wir ein Versagen, bei dem ein plattenförmiges Bauteil, und viele Brücken sind ja vom Querschnitt Plattentragwerke, durchstoßen wird von einer Stütze, weil dort im Bereich des Stützenkopfes sehr, sehr konzentriert die Lasten in die Platte eingetragen werden. Und die Stütze wird unter hohen Lasten dann durch diese Platte durchgedrückt. In einem von ASFINAG und ÖBB unterstützten Projekt suchen die Wissenschaftler nach einer Lösung, wie bestehende Infrastrukturbauwerke nachträglich für höhere Tragkraft aufgerüstet werden können und damit auch modernen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, bei möglichst geringen Kosten und laufendem Verkehr. Wir haben vor über 10 Jahren begonnen, uns mit der Verstärkung von Bauwerken zu beschäftigen. Ein Element, das wir dann erstmals da eingesetzt haben, sind sogenannte Verbundankerschrauben oder Betonschrauben. Das sind Elemente, die aus der Verankerungstechnik kommen und erstmals jetzt als quasi nachträgliche Bewährung eingesetzt wird, in leicht abgewandelter Form. Also die Schrauben sind natürlich viel länger, sind jeweils auf das Bauwerk abgestimmt, aber das Prinzip kommt aus der Verankerungstechnik. Die Idee ist, die Betonschrauben speziell zur Brückenverstärkung einzusetzen. Zunächst werden Experimente durchgeführt, um das Materialverhalten genau zu untersuchen. Betonplatten für Belastungstests werden hergestellt. An Betonproben und Stahlschrauben werden Materialeigenschaften untersucht. Das beginnt mit sehr kleinen Experimenten, dass wir zunächst mal angefangen haben, an kleinen Probekörpern zu bestimmen, wie groß ist die Kraft, die so eine Schraube aushält im Beton, mit welcher Kraft kann ich daran ziehen, bis sie versagt. Und geht dann in größere Experimente, in unserem Fall waren das Platten mit 2,70 Meter Durchmesser, 20 cm dick, wo eine Reihe von Schrauben um eine simulierte Stütze angeordnet wird und man versucht dann mit einer hydraulischen Presse die Grenztraglast zu ermitteln. Die Bewährung im Stahlbeton älterer Brücken reicht mitunter nicht aus, das Durchstanzen zu verhindern. Wie sich das nachträgliche Anbringen der Betonschrauben auf die Stabilität auswirkt, wird experimentell ermittelt. Die Platten werden eingebaut in einen extra entwickelten Versuchsstand. Da ist eine hydraulische Presse vorhanden. Mit der hydraulischen Presse können wir bis zu 100 Tonnen Versuchslast auf diese Platte aufbringen. Das heißt, die Versuchsplatte wird gegengespannt in den Erdboden, wo sie verankert ist, und die Presse stützt oder drückt dann auf den Stützenkopf und simuliert die Last, die aus der Stütze kommt. Wir können mit diesen Pressen heute nicht nur statische Lasten aufbringen, wir können auch dynamische Lasten aufbringen, was für Brücken sehr, sehr wichtig ist, weil wir dort ja dynamische Einwirkungen durch den Verkehr haben. Die Messungen zeigen, dass durch die Betonschrauben eine deutliche Erhöhung der Stabilität erreicht wird. Verschiedene Anordnungen der Schrauben führen zu unterschiedlichen Bruchlasten. Die Methode kann optimiert werden, sodass eine möglichst niedrige Anzahl von Schrauben ein optimales Ergebnis bringt. Man tastet sich dann heran und versucht mit verschiedenen Anordnungen der Schrauben, mit verschiedenen Querschnitten der Schrauben zu arbeiten. Man versucht, das in mehreren Reihen anzuordnen, die Zahl der Schrauben pro Reihen zu verändern. Einfach um eine Aussage zu bekommen, mit möglichst wenig Schrauben ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Und da braucht man natürlich für jede Konfiguration wieder neue Tests, um letztlich dann am Ende das auch im Rechenprogramm nachvollziehen zu können und am Rechner noch weitere Untersuchungen machen zu können, die ich nicht mehr am Experiment machen muss, weil es kostengünstiger ist, am Rechner zu arbeiten als im Experiment. Die Ergebnisse waren insofern sehr erfreulich, als wir mit einer überschaubaren Zahl von Verankerungselementen oder Betonschrauben eine Laststeigerung von bis zu 50% erreicht haben. Das heißt, wenn vorher eine Stütze bei 100 Tonnen versagt hat, dann können wir durch die Schrauben die Traglast auf 150 Tonnen hochsetzen. ÖBB und ASFINAG sind Projektpartner. In Pilotprojekten ist das in Innsbruck entwickelte Verfahren im Straßenbereich bereits zum Einsatz gekommen. Das Verfahren ist in Österreich zugelassen. Ingenieurbüros können die Betonschrauben künftig zur Verstärkung bestehender Infrastrukturbauwerke einsetzen.